Was ist der Unterschied zwischen einer partiellen Ableitung und einer totalen Ableitung einer Funktion f? Hierbei hängt die Funktion f von x und y ab und bei beiden Ableitungen leiten wir hier nach x ab. Bei der partiellen Ableitung, die mit einem geschwungenen del notiert wird, ist y unabhängig von x. Bei der totalen Ableitung, die mit einem d notiert wird, kann y von x abhängen. Die Änderung der Variable x wirkt sich also auch auf den Wert von y aus. Machen wir ein Beispiel. Betrachte die Funktion 3x zum Quadrat plus 2y. Berechnen wir zuerst die partielle Ableitung. Dazu müssen wir 3x² partiell ableiten plus 2y partiell ableiten. 3x² nach x abgeleitet ist 6x. Und 2y nach x abgeleitet ist 0, weil wir ja bei der partiellen Ableitung annehmen, dass y unabhängig ist von x. Bilden wir jetzt die totale Ableitung der Funktion. Das geschwungene del ändert sich zu einem d. Die totale Ableitung von 3x² ist 6x und die totale Ableitung von 2y ist nicht mehr 0, weil y von x abhängen kann. Wir können den Faktor 2 vor die Ableitung schreiben. Fassen wir zusammen, bei der partiellen Ableitung sind die Parameter x und y der Funktion f unabhängig voneinander. Bei der totalen Ableitung dagegen kann x von y abhängen oder wie im Beispiel y von x.